wir mal zusammen und es geht weiter mit WWE Supercards. Ja, heute geht es um einige Neuerungen und zwar werden wir uns als erstes den King of the Ring Belohnung abholen. Dann geht es ab in Money in the Bank, dort holen wir uns für unsere Verträge unsere neuen Diva oder unsere neue Karte, das sage ich euch gleich. So, und als allererstes nochmal danke, danke, danke an Jakob. Und zwar bin ich in einem neuen Team. Ich habe ja in einem Video gesagt, oder besser ich und Luca haben gesagt, dass wir uns momentan in unserem Team, wo wir sind, nicht ganz wohlfühlen, weil die einfach extrem inaktiv sind und wir beide eigentlich immer 80% der Teampunkte holen. Und dann uns der werte Jakob, der Leader von Beast All The Time, eingeladen. Und er gesagt, ja, kommt einfach zu mir, wir haben noch Plätze frei und ich sag mal, danke Jakob nochmal, dass du uns eingeladen hast, dass du uns, obwohl wir, wie gesagt, noch nicht allzu lange Steck für dein Versteckteam haben, uns trotzdem genommen hast. Nochmal Respekt und vielen, vielen Dank. So, als allererstes gehen wir jetzt erstmal in King of the Ring. So, ihr seht, wir können die Belohnung einfordern und ich war auch wieder im Finale, aber ich habe das Finale grundlegend wieder verkackt. Und ich zeige euch mal genau weswegen, was so mein Schwachpunkt ist. Und ihr seht es gleich am Anfang, die Frauen. Die Diven sind, Diven, Frauen, gut, sie wollen ja nicht mal Diven genannt werden, aber die Frauen sind einfach mein extremes Schwachpunkt und mein wirklich die Schwäche, die Achillesferse meines Decks. Ihr seht, trotz einer Nia Jax, die auf WrestleMania ist, bin ich hier von, ja, ich brauche eigentlich nicht viel zu sagen. Es nervt einfach und das zieht sich so komplett eigentlich durchgehend den kompletten Spiel 2 zieht es sich wieder durch. So, dann haben wir hier Spiel 3, ist genau dasselbe und obwohl ich hier gedacht habe, nachdem ich halt, ihr habt ja gesehen, 1-1, dachte ich mir, okay, Spiel 3, das geht an mich, der wird definitiv nicht aufladen. Hat er auch nicht, ich habe trotzdem verkackt und es ist einfach, mit einer Survivor Becky Lynch kann man einfach, ist verkackt, definitiv. Ne? Hier ist klar, AJ Styles hat gewonnen, dann hat er hier wieder, es ist einfach, es ist grauenhaft, ne? Wie gesagt. Das ist auch der Grund, warum man dann gleich im Money in the Bank ich auf was ja, drauf zukommen werde. Aber wir holen erstmal die Belohnung ein. Optimal wäre, wenn es ein Pro ist. Optimal wäre, naja, Jax als Pro ohne weiter WrestleMania Diva. Das wäre richtig nice. Aber ich bin mal gespannt, was wir bekommen. Wir freuen uns einfach, ihr seht, WrestleMania Karte und eine Unterstützung. Wenn das natürlich jetzt bei der Unterstützung natürlich eine Kraftkarte wäre, wäre das richtig Hammer. Da bin ich richtig zufrieden. Aber ich weiß, hier wird wieder irgendwas Schlimmes bei rauskommen. Aber wir schauen mal. So, wir fordern sie ein. Wir gucken, was wir bekommen. Alicia Fox! Richtig nice! Alter, das bringt mein Deck weiter. Ich ziehe irgendwie komisch. Im Finale ziehe ich irgendwie nur Frauen. Keine Ahnung warum. Ich ziehe nur Frauen. Aber Alicia Fox ist auf jeden Fall richtig, richtig nice. Das haut mein Deck richtig hoch. Definitiv haut es mein Deck hoch. Und 110 Offerte, Stoppschild, naja gut, ist sie das Wahre, da lasse ich lieber mal 110 Tempo drin, ne? Aber ich bin zufrieden, Alicia Fox, das ist mal wirklich, wirklich, wirklich nice, richtig nice. Wo wir jetzt gerade bei Pullen sind, ich will mal ganz kurz zeigen, bevor wir mal in die Bank gehen, und zwar ist ja das Team-Event, heute Abend um 10 startet das, und zwar Road to Glory Team-Event. Und ich dachte heute Morgen, wie gesagt, kam ich online, guckst mir so an, ich, ach geil, guckst mir die Karten an, Ken, brauche ich nicht. Triple H, brauche ich nicht. So, Jack Swagger, brauche ich nicht. Dann weiter, mal Candy, nicht wirklich. Dann dachte ich mir, Rayback, hammergeil. Den gab es ja vor ein paar Tagen erst im Login-Belohnungsreward. Geil, die Masse zu Pro. Und, ganz kurz noch weiter, dann gibt es hier vorne noch Bray Wyatt. Dann Big E, Kevin Owens und Samoa Joe. Ich weiß es nicht, ob wir es mit dem Team, ja, ich bin erst seit gestern drin, ne, und heute startet das Event. Ich weiß nicht, ob wir zu Kevin Owens kommen. Ihr seht, ich habe noch Credits. Ich werde auf jeden Fall alles reinhauen, was ich an Verdoppeler machen kann, dass ich dem Team weiterhelfen kann. Aber kurz zurück zu Rayback. Wie gesagt, ich dachte mir, geil, Rayback, den gab es zuerst vor ein paar Tagen im Kalenderbonus, ne? Den machst du zu Pro. Dann fiel mir auch ein, oh, du musst ja noch für King of the Ring einige Sachen haben. So, ich mache meine Games, ich pulle, ich pulle, ich pulle. Und auf einmal habe ich ihn drinne als Pull. Ich war ein bisschen abgefuckt einerseits. Sag mal, okay, so eine Scheiße. Jetzt hast du ihn dreimal. Na gut, ich hätte einen Pro und ihn nochmal gesondert. Aber gut, ich habe ihn gepullt. Das heißt, ich kann ihn praktisch schon früher zum Pro machen. Und denke mal, dass er auf jeden Fall weiter wird. Ich hau jetzt mal die Pelvets hoch. Ihr seht hier vorne, ich weiß nicht, hier sind die Playlevels noch nicht allzu hoch, weil ich die erst ins Deck packen muss. Aber ich denke mal, dass der mir viel, auch vor allem King of the Ring, viel weiterhelfen wird. Definitiv extrem viel weiterhelfen wird.
Da bin ich mal gespannt, wie gesagt. So, aber jetzt kommen wir erstmal zu Money in the Bank. Und zwar habe ich ja in den Kommentaren verlangt, oder ich habe euch gebeten, schreibt mal rein, was würdet ihr mir raten zu holen? Ihr seht, ich habe jetzt 7571. Meine Tendenz war ja bei Emma, was ich mir holen wollte, um mein Diven-Deck ein bisschen zu verstärken, um auch zu sagen, okay, jetzt haust du dir mal eine Zahnmeister-Diva rein. Das heißt, du schaffst auch mal endlich mal die Finale Runden und so weiter und das Finale in King of the Ring und natürlich auch fürs Team-Deck und so weiter. Und vielleicht bin ich ja sogar auch dann SummerSlam vom ranglisten Deck her, dass ich meine Freebie holen kann. So, ich habe euch ja gebeten, wie gesagt, gebt mir mal Tipps, was würdet ihr euch holen, würdet ihr euch jetzt Emma holen oder, wie gesagt, ich müsste hier für ungefähr vier Tage noch Verträge sammeln, dann hätte ich mir Randy Orton holen können oder könnte ich mir holen oder ungefähr, laut Rechnung 2 Wochen circa, ne, dann hätte ich Chris Jericho als Elite-Karte. Mir haben mehrere gesagt, ich soll mir wirklich erstmal auf Emma sparen, weil mein Diven-Deck, ich weiß von anderen YouTubern, die es auch auf ihren Kanal bringen, dass sie wirklich sich auch so dermaßen beschwert haben, dass das Diven-Problem extrem fies bei denen ist und einfach, wenn Diven-Fight kommt, ist er einfach verloren, weil die halt mit verstärkt oder Elite halt nur noch mit SummerSlam-Diven oder schlechteren Diven rumgelaufen sind. Deswegen entscheide ich mich, ich habe es heute wieder gesehen, wie gesagt, im My King of the Ring, dass es einfach scheiße ist mit meinem Diven-Deck, werde ich mir erstmal Emma holen. Ich weiß, jetzt werden sich viele beschweren, wie kannst du dir Emma holen? Spar doch lieber auf Randy Orton, um schnell bist du verstärkt. Richtig, aber es bringt mir nichts, wenn ich auch verstärkt bin, wenn ich dann, sag ich mal, Randy Orton verstärkt, AJ Styles verstärkt, aber der Rest vom Deck scheiße ist und ich dann damit dauerhaft verkacke. Deswegen holen wir uns heute auf jeden Fall Emma, beziehungsweise jetzt. Und wir haben sie. Perfekt. Kommt auch gleich ins Deck. Und ich bin jetzt mal wirklich gespannt. Ich glaube, ich habe die Hoffnung verloren, glaube ich. Ich weiß nicht, ob es reicht. Ich weiß es nicht. Ihr seht hier vorne, ich bin WrestleMania plus Mitte. Ich bin mir nicht wirklich sicher, ob das reicht für SummerSlam. Ich weiß es nicht. Wir probieren es einfach mal aus. Wir nehmen mal Nikki Bella, unser Pro, raus. Packen dafür unsere Emma rein. Ja, Wahnsinn. Hat ja auch die viel gebracht. GG. So, wir veredeln sie nochmal ganz kurz. Vielleicht hilft das ja was. Aber ich glaube kaum, dass das viel reißen wird. Das heißt, meine Hoffnung war eigentlich, dass wir da viel raushauen damit. Aber es sieht nicht wirklich so gut aus. Das heißt, wir müssen wirklich noch so einiges da, glaube ich, reinknallen. An Zeit oder vielleicht den ein oder anderen zu Pro machen, dass wir da hinkommen. Das wird nicht reichen. Das haut niemals im Leben, haut das die restlichen, glaube ich, 30% raus. Never. So, das Gute ist, das wirklich Gute ist, wir haben hier noch ein paar epische, haut die jetzt schon rein? Ich weiß nicht, episch brauche ich gar nicht mehr im Team. Ne, wir machen erstmal die seltenen rein. Wir haben ja dann noch seltene und besonders seltene, die kommen erstmal rein. Wir schauen mal. Schade eigentlich. Ich hätte gedacht, es haut mich auf jeden Fall auf WrestleMania hoch. Aber die Hoffnung stirbt ja eigentlich immer mit dem, was man sich gehofft hat. So, die brauchen wir nicht mehr. Die knallen wir mal kurz rein. Eieiei, heute wird ein bisschen langwierig jetzt schon wieder. Ich glaube, da packe ich jetzt lieber noch ein paar Legendäre rein. Episch nehme ich mir auf. Ich will nämlich noch in der Hoffnung, dass ich Dings bekomme. Ich weiß nicht, Stopshit 75. Ich meine, ich habe jetzt das Ding Survivor. Nee, machen wir rein. Ganz einfach. So. 30. Perfekt. Es wird nicht reichen. Definitiv nicht. Ja, guckt euch das an. Es fehlt noch ein bisschen. Ich weiß nicht, wie viele die Playlists noch raushauen werden. Ich bezweifle das ein bisschen. Na gut, bin ich mal gespannt. Auf jeden Fall, ihr habt es ja gesehen. Ich habe wirklich gute Karten gezogen. Mein King of Srinnik wird auf jeden Fall extrem krass jetzt von den Diven her. Gut, es gibt wieder welche, die haben natürlich wieder eine Pro-Diva da als WrestleMania, aber es wird viel weiterhelfen. Definitiv viel. So, ich sage erstmal, danke, dass ihr zugeschaut habt beim Video. Wenn es euch gefallen hat, haut auf jeden Fall mal einen Daumen nach oben. Lasst die Kommentare explodieren. Schreibt rein eure Meinung. Was würdet ihr mir in meinem Deck zum Beispiel raten? Was würdet ihr raten? Weg damit, die da rein. Ne? Aber ich sage, bis zum nächsten Video. Ich bin raus. Macht's gut.